Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Retro-Kochmiezen. Wir kochen heute mal wieder zum Thema La Dolce Vita. Und dafür machen wir heute eine schöne Salsiccia mit Senfgemüse und etwas Spinat. Dazu brauchen wir logischerweise Spinat, ein paar Zwiebeln, Lorbeerblätter, Senfsaat, getrocknete Feigen, Salsicciawurst, Weinessig, Olivenöl, Rotwein, Wasser, etwas Zucker und ein bisschen Butter. So, zunächst müssen wir die getrockneten Feigen in kleine Scheiben schneiden. Ich bin gerade dabei, die hübschen kleinen Zwiebeln in schicke Streifen zu schneiden. Ich röste schon mal die Senfkörner an. So, wir karamellisieren jetzt den Zucker. Jetzt kommen die Zwiebeln. Die gerösteten Senfkörner. Die Lorbeerblätter, alle zwei Sachen. Rösten wir jetzt ein bisschen. Wir geben jetzt den Weißweinessig und den Rotwein hinzu und lassen es für ungefähr 20 Minuten köcheln. Ich schneide jetzt die Zwiebel in feine Streifen. Wenn die Mustelspinat natürlich gründlich gewaschen werden. Wir brauchen natürlich noch etwas Zitrone. So, wir erhitzen jetzt gerade das Öl in der Pfanne, werden dann die Salsiccia da reinpacken, zusammen mit dem Lorbeer und dann das Ganze von 8 Minuten anbraten, von jeder Seite. Zu unseren gedünsteten Zwiebelgemüse kommen jetzt noch Feigen hinzu. Und dann wird das Ganze mit ein bisschen Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Wir bereiten jetzt den Spinat, bevor wir den Spinat reinmachen. Kommen ein paar Zwiebeln rein, die etwas anlösen, diese 30 Minuten. Dann kommt hinterher noch etwas Wasser dazu, der Spinat selber und zum Verfeinern dann noch das Zitronenschale. Ich gebe jetzt mal den Spinat dazu. Ein Stück Wasser mit Kohlensäure. Und den Zitronenabrieb. So, Isa ist gerade dabei, das Ganze schön anzurichten, nachdem wir den Spinat fertig gekocht haben. Und zwar machen wir jetzt ein Salatbett und werden darauf die beiden Löffchen drapieren und daneben wird dann das Feigen-Zwiebelgemisch gemischt. Ja, gelegt. Wir sind jetzt fertig und jetzt lassen wir uns das richtig gut schmecken. Und? Ich finde es echt gut.
Schön. Die Wurst ist lecker. Bis zum nächsten Mal. Thank you.